Fuzzi-Bärchens und Pingelingeling erstmal. Kronen schmeckt. Worum geht's heute? Heute geht es um Hold Your Ground und deren EP 06/15. Was das jetzt zu bedeuten hat, das weiß ich nicht. Ist aber auch egal, ich würde euch gerne was ins Bild halten, aber es wurde wieder ein Download-Link verschickt, was aber auch gar kein Problem ist, weil ich sage ja immer, CDs, spart euch die CDs, brauche ich gar nicht. Weil, wie gesagt, die landen eh auf den Haufen, deswegen schickt mir Download-Links, ist auch komplett okay. Ne? Cover habe ich ja eben hier eingeblendet, das geht ja auch. 6 Songs sind da drauf und wir gucken mal, was da so geht. Mir wurde versprochen, also im Infotext steht, ne, das wäre so eine Art Terror, Madball mit ein bisschen NoFX drin. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Wir machen meinen ersten Song, der heißt Distrust. Also sofort ein Diss, ne? Dann erwarte ich jetzt D-Beat, bitte. Ne? Wenn da Diss drin steht, dann muss da D-Beat sein. So, wollen wir mal gucken. Oh, müssen wir lauter machen auch, ne? Das ist ja erstmal nicht D-Beatig, ne? So ein bisschen Pop. Punk-mäßig, also würde ich jetzt, ne, die ersten Klänge, ne? Aha. Haben wir da? Ne, ist aber auch kein D-Beat. Ne, ist nur jetzt kommt der Wirbel. Auf jeden Fall schön pissig und ja, das mit den Madball-Einflüssen, das stimmt schon mal so, ne? So, und dann aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil das ist so pissig, ne? Aber dann ist da wieder so ein Pop-Punk-Riff. Das ist halt, da könntest du auch clean drüber singen, ne? Wann kam das raus? Das steht ja auch nicht, aber das ist relativ neu. Also diese EP, ne? Klingt aber tatsächlich alt. Und das finde ich ja gut, ne? Also so oldschool sagt man, ne? Man sagt ja immer oldschool, ist ja alles real, ist ja oldschool. Pingelingeling. Ja, ich glaube, ihr kriegt schon eine Idee, was uns hier. Ach, jetzt kommen nochmal die schönen, langsameren Sachen. Also der Sänger gibt auf jeden Fall schon mal alles. Das ist gut. Sowas gefällt mir dann ja auch immer ganz gut. Ja, komm, hier, wir machen direkt mal hier Titeltrack 06/15. Wir haben ja nie Zeit, ne? Müssen wir mal in alles reinhören, damit das hier auch was wird. So, kurzer Auftakt. Und jetzt rein. So, 3, 2, 4, Bier. Achso, jetzt kommt nochmal ein Auftakt. Okay, dann haben wir nochmal einen. So, einmal schön Slide auf der Gitarre, ne? Immer schön das Plektrum dann. Und jetzt rein. Ja, das ist so. Weiß ich nicht, End 80er, Anfang 90er. Also der Song heißt jetzt 06/15. Ich weiß nicht, wofür der steht. Vielleicht ist das Geburtsjahr von irgendwem. Obwohl, nee, 15 könnte nicht geboren sein. Dann wären sie ein bisschen jung, ne? Vielleicht ist es auch so ein am 15.06. geboren oder so. Oder am 15.06. wurde die Band gegründet. Man weiß es nicht, ne? Ja, sind auf jeden Fall angenehm kurze Songs, weil der geht jetzt gerade mal eine knappe Minute und ist gleich schon vorbei. Und jetzt nochmal rein. Achso, hier schön an, tak, tak, tak. So ein bisschen angegrindet. Und nochmal rein und jetzt ist er schon vorbei. Ja, Hardcore Roots, ja, genau. So, und jetzt ist hier vorbei. Gut, dann machen wir jetzt die Strained Reality als nächstes. Oh, haben wir ja sphärische Klänge, so Black Metal, wa? Nein, jetzt ja, oh komm, geil angezerrter Bass. Sowas ist gut, so muss ein Punk-Bass klingen, definitiv. So muss ein Punk-Bass klingen, schön angezerrt. Könnte sogar noch ein Tacken mehr sein, also damit es noch richtig assig wird, ne? So, aber jetzt mal langsam zur Sache, ne? So. Ein paar Rimshots, also so Rim-Gespiele, ne? Also auf der Snare, das Metallerne da drum, ne? Da kann man nämlich auch gut drauf spielen. Ne? Kann man auch mit Löffeln spielen, sowas, ne? Gibt ja Leute, die machen sowas. So, jetzt aber komm, ein bisschen zu lange der Auftakt. Muss aber mal, jetzt gib mal Gas, Jungs, komm, ich hab Bock, ich hab Laune. Ich will jetzt richtig gehardcored werden. Oh, ping, bevor es losgeht. Aber jetzt geht's bestimmt gleich los. Jetzt! Ja. Oh, langsam. Ich dachte, da wäre jetzt eher so pissed. Na gut, aber wird bestimmt noch. Wird bestimmt noch. Das ist auch ein langer Song, der geht 4 Minuten 16. Der davor nur 1 Minute 13 und der jetzt 4 16.
Ja. Nee, so lahm, nee, das passt euch nicht hier. Ihr müsst schneller. Ja, das ist geil. Jawohl. Das war wieder was für live. So, richtig schön. Moshpit Pogo. Ich glaube, ich kenne jemanden, dem würde das gefallen. Der Gaio vom Moshpit Fischen. Ich glaube, der könnte das auch mögen. Hör doch mal rein. Also ich weiß nicht, ob du meine Reviews immer guckst, ne? Gaio, wenn, dann hör da mal rein. Könnte was für dich sein. So, und da wir ja nie Zeit haben, machen wir sofort hier Get It. Get It. Yeah. Ja, das ist ja Punk halt, ne? Was, das ist so das Typischste, was man im Punk machen kann. Aha, und da haben wir die NoFX-Einflüsse, weil da nicht nur gekreischt wird, sondern auch mal so ein bisschen variabler gesungen, ne? Also so eine Melodie im Gesang tatsächlich auch richtig untergebracht. Ja, das ist die NoFX-Note, von der sie wohl gesprochen haben. Ja, das finde ich ist bis jetzt der beste Song auf der Platte. Der ist schön, der geht gut ins Ohr, der ist punkig, poppig, mit Gröhlpassagen, das ist ja auch immer wichtig bei so einer Musik, das geht schon klar. Ja, das kann man machen. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier kommen den letzten Song noch hier, Feelings, also den finde ich schon gut. Mal gucken, ob der es bleibt oder ob es Feelings wird. Ist auch der letzte, sind nur 6 Songs drauf. Ja, ist halt ein kurzes Ding. Wie lang geht der hier? Na, guck mal. Wo hier? Wie lang geht denn der hier? So, nochmal 2:30. Ist auch eine gute Länge für so Punk. Ich weiß nicht, ob muss man jetzt 4 Minuten Punk-Song machen? Nee, muss immer so 2:30, 3 Minuten, dann passt das schon. Das ist schon ganz gut. So. Ja, kann ich direkt zum Fazit kommen, nachdem ich nochmal Pingelingeling gemacht habe. Wenn ihr diesen Hardcore wie Madball, das kommt schon gut, auch mit diesen Gang-Shouts da immer drin und so. Wenn ihr so Punk-Hardcore mit einer leicht melodiösen Note mögt und so mit Gröll-Scheiß, dann sind Hold Your Ground euer Ding. Dann könnt ihr ja mal gucken, ist ja alles verlinkt bei Bandcamp, ne? Könnt ihr euch mal angucken, ob euch das gefällt. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das seht. Und ihr könnt jetzt was? Richtig. Bisschen tanzen und abschalten. Abschalten, 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 abschalten.